Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Playmonarch 15. Heute werde ich euch mal zeigen, wie ihr diese Küche hier basteln könnt und ich wünsche euch viel Spaß. Dazu braucht sind so kleine Holzstäbchen, braucht ihr noch ein Holzpapier, so Schaschlikspieße und einfach noch so eine Plastikfolie. Danach schneidet ihr erstmal mit der Schere so diese runden Enden an den Holzstäbchen ab. Da müsst ihr dann einfach noch so ein Stück abschneiden, das ist 12 cm lang oder noch eins, das 5 cm lang ist. Danach müsst ihr diese Stücke erstmal schleifen, damit die dann auch besser kleben. Dann nehmt ihr noch drei Stücke, die sind jeweils 3 cm hoch und die braucht ihr dann auch. Dann nehmt ihr hier eure Heißklebepistole. Und mit der klebt ihr hier aber ein kleines Stück so rum. Und das Ganze müsst ihr dann hier mit dem großen so verbinden. Danach müsst ihr hier noch diese kleinen Füße ankleben. Das macht ihr genau gleich. Nehmt Heißkleber und klebt die einfach da dran. Dann nehmt ihr so einen Schaschlikspieß, den müsst ihr genau gleich hoch, also 3 cm machen, wie diese kleinen Standfüße. Die müsst ihr dann auch erst zuerst abschleifen. Und dann klebt ihr die an, so wie es hier gezeigt wird. Wenn ihr angeklebt habt, dann könnt ihr hier nochmal so ein Holzstäbchen nehmen und das Ganze müsst ihr einfach so passend zuschneiden, dass es hier perfekt reinpasst. Dann nehmt ihr noch einen Schaschlikspieß, der muss genau gleich groß sein wie das Stück unten und das klebt ihr dann auch so an. Dann nehmt ihr noch so ein kleines Stück hier. Das nehmt ihr dann hier und das muss perfekt da reinpassen. Dann macht ihr in der Größe von diesem Stück noch so einen kleinen Rahmen. Hier müsst ihr dann auch zusammenkleben. Das Stück braucht ihr nicht mehr, das könnt ihr wegwerfen. Oder ihr könnt es auch ohne dieses Stück machen. Das dient nur, damit es genauer wird. Dann könnt ihr hier diese Folie nehmen, da ein passendes Stück aufschneiden. Das Stück muss genau gleich groß sein wie eben dieser Rahmen. Und dann müsst ihr hier so Kleber nehmen. Dann klebt das Ganze einfach da drauf. Jetzt könnt ihr das einfach hier reinlegen, dass das schön passt und das Ganze dann auch ankleben. Dann nehmt ihr solche drei kleinen Holzstückchen, die könnt ihr auswählen, wie lange ihr machen wollt und die sprayt ihr dann schwarz an oder in einer Farbe, die ihr auswählen wollt. Die spritzen dann so ein bisschen weg, aber das Ganze klappt dann auch gut. Dann, wenn ihr die habt, dann könnt ihr die da einfach mit Heißkleber ankleben, das sieht dann auch wirklich schön aus. Dann schneidet ihr so ein Loch rein und nehmt von so einem Deckel, schneidet ihr ein Stück ab und das Stück klebt ihr dann einfach da noch rein. Wenn ihr das Ganze dann gemacht habt, dann könnt ihr hier dieses Holzpapier nehmen und das darauf kleben, damit es auch schöner aussieht. Danach nehmt ihr hier so ein, klebt das Ganze zusammen und das wird dann ein Wasserhahn, wenn ihr den schwarz angesprayt habt. Dann müsst ihr hier noch so eine Wand machen. Hinten lassen wir es frei. Ihr könnt es natürlich auch mit einem Stück Holz bekleben. Und jetzt sieht das Ganze eigentlich schon richtig gut aus. Jetzt fehlt nur noch etwas, und zwar ein Zerankochfeld. Dazu habe ich mir einfach ein Papier schwarz angesprayt, da ich kein schwarzes hatte. Und da male ich jetzt noch mit einem Stift diese Kochfelder überhaupt darauf. Habt ihr noch die Knöpfe darauf gemalt und dann könnt ihr das Ganze auch einfach wieder darauf kleben.
Nun ist eure kleine Küche auch schon fertig und die könnt ihr jetzt noch zu einem schönen Hintergrund stellen. Das sieht jetzt auch sehr schön aus. Wenn ihr da noch ein bisschen Detailsachen hinlegt, dann sieht es noch schöner aus. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Nachbasteln und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Dann gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Und jetzt würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.